So, hallo, wir machen weiter. Und ihr seht am schwarzen Bildschirm, dass es wieder eine der Spontanaufnahmen ohne Sariel ist, damit für morgen eine Folge da ist. Ich habe ihm gerade geschrieben, dass, falls er Zeit haben sollte heute, wir gerne noch mehr aufnehmen können. Ich nehme jetzt erstmal diese Folge hier auf, dass ich die für morgen habe. Und ja, wie wäre es, wenn wir diesmal nicht eine 50-Minuten-Folge mit CoinSnack machen? Wäre das eine gute Idee? Ja, okay. Dann machen wir das so. Ich muss, glaube ich, sowieso erstmal rausfinden, wo es auf der Oberwelt jetzt weitergeht. Ich meine, ich habe jetzt den Switch gedrückt. Und das hier hatten wir ja alles schon. Da waren wir ja auch schon drin. Ah, wait. Wait a moment. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Ich glaube, in dieser Winterwelt müsste es weitergehen. War die nicht da oben irgendwo? Hier haben wir irgendwas. Genau. Fiat Lux würde noch weiterführen, aber da oben wird es auch weitergehen. Quatsch, Fiat Lux habe ich ja gespielt. Hier, da. Nee, hä? Wait. Haben wir das da schon gespielt? Was ist das für ein Level? Ah, das war das mit dem Ballon. Das haben wir gespielt. Hä? Das haben wir gespielt. Wieso? Ach so, ich muss auf Exit. Okay. Dann müssen wir das jetzt spielen. Ja, okay, hier kann ich nicht weiterlaufen. Katarakter Kelsa oder Zelsa oder ist mir eigentlich egal. So. Okay, Wasser. Wer hätte es gedacht, wenn wir in einem Wasser. Okay, das ist wieder der. Ah, ich verstehe. Okay, hier kann ich chillen. Okay, da kommt Wasser von links und von rechts. Oh, das wird interessant. Ich hab nicht nach unten. Ich hab nicht nach unten. Ich hab nur nach links gedrückt. Dann war ich wohl zu weit unten. Ja, tatsächlich. Wenn ich hier nach rechts drücke, falle ich einfach. Noch hängig? Das ist wieder diese ganz spannende. Ja, das ist wieder diese ganz spannende Physik von diesen Ranken. Hui! Jetzt schnell hoch und keine Ahnung wohin. Dahin, okay. Ja, das ist auf jeden Fall was für Safe States für mich. Da wäre ich ja sonst bekloppt. Na, da muss ich hier diese Abschnitte jeweils safen. Die Idee finde ich aber cool. Die Idee finde ich sehr cool mit dem Wasser am Rand. Jetzt muss ich hier warten, bis da drüben was kommt. Und dann kann ich da Stück für Stück. Oh, die Idee ist super cool. Und schnell. Oh, mein Goodness! Ja, also ich denke, wir machen es so abschnittsweise Save States, ne? Dass ich immer den Abschnitt selbst sozusagen spiele. Und dazwischen kein State mache, aber halt. Ja. Ich meine, es ist immer ein Abschnitt, bis ich wieder stehen kann. Ich glaube, ich kann eh nicht gut States dazwischen setzen. Von daher ergibt sich das eigentlich automatisch, was ich da sage. Okay, ich muss auf jeden Fall es das nutzen, dass ich da hochspringen kann. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der war gut. Und dann darüber. Ah, dann darüber. Ja, es war noch zu bald. Jetzt war's. Das war gut. Okay, also wo. Ich sehe noch nicht ganz, wo ich da als erstes hin muss. Das sind ja Zahlen. Okay, eins auf den grünen, dann auf den Cooper und dann mit drei hoch. Okay, gecheckt. Wieso darf ich nicht einfach gleich hoch? Warum muss ich nochmal auf den Cooper vorher? Ach, weil da so eine Kugel rumsaust. Ah. Ist hier an alles gedacht worden. Also eins, zwei. Aber die Kugel hat jetzt ja überall jetzt überhaupt nicht im Weg. Kann ich nicht einfach gleich hoch? Also wieso sollte ich jetzt nicht hoch dürfen? Deswegen darf der da nicht reinladen, weil jetzt ist hier einer da.
Okay, hat das vielleicht mit dem was zu tun? Ah, ja, ich lade den rein, wenn ich. Okay, das hat er gut durchdacht, der Herr Sariel. Ich muss erst hier runter, damit der da oben weg ist. Es geht gar nicht um die Kugel, sondern der muss da oben neu reingeladen werden und dann muss ich da schnell hinterher. Das ist interesting. Das ist very interesting. Dann kann ich doch aber auch gleich runter. Ah, nee, weil es dann vielleicht mit dem Wa Ach so, das Wasser muss drüben. Wenn das Wasser weggeht, fällt der runter. Das ergibt Sinn. Jo, aber dann kann ich trotzdem wirklich gleich runter. So, dann. Genau. Und jetzt kann ich aber wirklich chillen. Oh, ich glaube, das war schlecht. Ja, ich glaube, ich kann nicht chillen. Ah, ich glaube, das passt jetzt nicht. Weil jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ich bin ein bisschen unsicher, ob ich. Aber ich. Also so komme ich auf jeden Fall nicht da hoch. Nee. Der Cooper darf nicht weiter. Der Cooper darf noch nicht loslaufen. Wann schlüpft der? Jetzt noch nicht. Okay. Jetzt erst. Gut, okay, das ergibt Sinn. Also dann muss ich hier. So. Dann ist hier der neue Abschnitt für mich. Okay, da oben ist schon der Midway Point. Dann ist der Spiny eigentlich nur ein Hindernis. Okay. Yo, das ist voll cool durchdacht. So, dann ist jetzt hier wieder ein neuer Abschnitt. Ah, da muss ich die Shell hochziehen und dann mit der Shell rüber. Okay. Ah. Ach so, ich wollte sagen, ich kann ich ja nochmal holen, aber nee, ich muss die mit einem Wisch da hochkriegen, aber das sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein. Okay. Und jetzt kann ich doch chillen. Und dann halt darüber. So. Dann da hoch. Oh. Und da oben muss ich mit der Shell über den Mancher kommen. Und dann wahrscheinlich, weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken, wo ich jetzt meinen State setze. Ich glaube, jetzt sind es lange Abschnitte. Ich glaube, jetzt kommen irgendwie lange Abschnitte. So, hoch, 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 hoch und rüber. Wow, das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, ich setze den State, wenn ich auf den Dingern drauf bin. Aber es kann halt hier tatsächlich sein, dass wenn man das Timing verhaut, dass dann nichts mehr funktioniert. Okay, und jetzt wahrscheinlich. Ah, und jetzt einen Shell-Jump und dann warte ich, und dann warte ich nach dem Shell-Jump auf das Wasser. Okay. Yo. Okay, da oben kann ich auf jeden Fall wieder einen Save setzen. Oh, das war sogar gut. Das war sogar sehr gut, weil ich jetzt nämlich die. Ups, den wollte ich nicht setzen, aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Es war jetzt nicht so ein langer Abschnitt bis da hoch. So, hier muss ich irgendwas reinladen. Aha. Den Kollegen. Ah, und mit dem komme ich da hoch. Kann ich eigentlich aus dem Wasser spinjumpen, wenn es so seitlich ist? Nee, ne? Nee, okay. Wäre mir jetzt auch neu gewesen. Wahrscheinlich geht's jetzt doch und ich bin einfach wieder dumm. Nee, keine Ahnung. Ich krieg's jedenfalls nicht hin. Sollte es gehen, bin ich dumm. Chuck! Oh.
glaube, das muss ich anders timen. Nein. 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 Na, komm schon. Okay. Und jetzt rüber. Na, ich bin so blöd. Jetzt habe ich nicht da aufgepasst. Und jetzt rüber. Und jetzt? Dann muss ich wieder bei dem... Ich glaube, da brauche ich doch ein paar mehr Save-States. Ich mache mal einen, wenn ich den Chuck aktiviert habe. Das ist doch einiges an Rumprobiererei. So. Aber jetzt kann ich von hier aus ein bisschen rumprobieren. Was ich genau hier tun muss. Ich würde ja gern da hoch mit dem... Ach so, der muss... Ah, hier muss der springen. Oh, ich glaube, das war's, das da liegt. Das Ding liegt, ist nicht gut. Und mal gucken, was passiert. Ah, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Oh mein Gott. Oh, shit. Ja, okay. Alles gut. Mir ist übrigens schon jetzt manchmal aufgefallen, dass manchmal einfach das Bild anfängt zu hängen bei meinen Aufnahmen. So ganz kurz immer mal. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Aber es ist mir aufgefallen, wollte ich nur kurz sagen. So, und jetzt muss ich über den weiter. Okay. Das ist auch schon wieder voll cool. Und jetzt war ich zu langsam. Okay. Also das machen wir mit einem State. Dann machen wir keine dazwischen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber so richtig Abschnitte wie beim ersten Mal konnte ich jetzt nicht so wirklich State-technisch machen. Nein! Aber wie gesagt, die Idee hier ist unfassbar cool. So. Ach ja, jetzt gibt es natürlich wieder... Wahrscheinlich muss ich es jetzt irgendwie so timen, dass halt das Wasser gerade dann kommt, wenn ich das Ding einsammle. Also, keine Ahnung, wir müssen mal gucken, was jetzt passiert. Ach nee, es passt. Ach so, dann ging es einfach um Schnelligkeit. Okay, ich dachte, vielleicht muss auf der anderen Seite noch das Wasser passen. Gut. Fenestra ad Caelum, das Fenster zum Himmel. Oder so. Ja, das ist das Fenster zum Himmel, definitiv. Ah, das ist... Ist der Conan Orb? Oh je, das wird ein hektisches Level. Okay. Nein. Ja, ich muss das, glaube ich... Entweder wenn sie kommt oder... Ja, ich glaube, wenn sie kommt. Ich glaube, wenn sie kommt, ist besser. Ja, dann passt es zusammen. Okay, wir starten nochmal. Den Goomba habe ich mir hier direkt ins Gesicht gesafe-stated. Aber das wirkt zumindest bisher so, als wenn es wieder so abschnittsmäßig wäre. Als wenn es gar nicht um das Ding da unten geht, sondern... Ah, ich muss den, ich brauche den, ich brauche dich, ich brauche dich. Wie 1, 2. Was war da jetzt die 1? Wo war die 1? Das ist nur eine 2. Ach, zweimal dann. Ach so, zweimal. Ah, okay, ich verstehe. Oh Gott. Jetzt fährt die weiter. Okay, also zweimal. Eins, zwei. Nein! Oh, ich versafe mich die ganze Zeit hier.
Ja, okay, komm, wir starten nochmal neu. Oh, das wird ein hektisches Level. Nein, es hat nicht gepasst, was? Nein, es hat wieder nicht gepasst. Wieder nicht. Mach ich es zu schnell? Ich glaube, ich mach's zu schnell. Nein! Also ihr müsst unten auf die Plattform gucken, um zu wissen, ob es passt. Na, weil wenn die zurückfährt, dann war es nicht gepasst. Ach, da muss die. Also das ist auch wieder eine wunderschöne Stelle bei dem Lied, um zu safen. Jetzt hat's gepasst. Okay, was jetzt alles noch? Hier lang. Okay, dafür ist wahrscheinlich der Goomba. Sonst komme ich da nicht durch. Aber jetzt muss ich ihn dann, denke ich, verlieren. Weil ich glaube, das kann er nicht überleben. Ja, den Encounter kann er... Doch, ich brauche ihn hier noch. Ja, Scheibenhonig. Was kommt denn da alles noch so? Und da springe ich dann drauf. Okay. Oder muss ich einfach warten, bis der runter... Ah, ich muss warten, bis der runterfällt. Okay, gecheckt. Ich hoffe, der Goomba hält so lange noch aus. Und will nicht gleich aufwachen. Hä? Alter, das ist eine wunderschöne Stelle, um den Safe zu setzen, auf jeden Fall. Okay. Geht da auch wieder zweimal. Aber die Frage ist, wann? Ah, jetzt! Ei. Und dann nochmal. Scheibenhonig. Ich muss ja aber dem Viech ausweichen, also... Nein, nicht mehrmals, Mann. Nee. Das hätte, glaube ich, jetzt gepasst, oder? Bin mir nicht sicher. Nein, ich... Jetzt der Erste. Jetzt der Erste und dann... Ja! Das hat gepasst. Also ein bisschen später hin. Jetzt der Erste. Mann, dieses dumme Ding. Ja, nein! Oh, ich wollte springen. Ja, nein! Ich will immer springen und dann springt der nicht. Gott, sei doch nicht so hektisch, Level. Ist doch gut. Nein, ich darf noch nicht hin. Ich muss warten. Jetzt hin. Das hätte wieder gepasst. Mann! Jetzt aber. Okay, das wäre es gewesen. Ich hätte nur den Sprung nicht versauen dürfen. Ey, dass mich die Hitbox von dem immer noch erwischt. Mann, jetzt aber. Na, nee, es hat nicht gepasst. Da ist immer noch eine... Oh Mist, da ist noch eine Lücke. Nein, das passt wieder nicht. Das muss das Dreieck bilden. So wie es jetzt ist. Es muss auf Off sein.
Es muss auf Off sein, wenn ich springe. Alter! Wie soll man das am blödsten anstellen? Erst auf den zurück, oder was? Also ich meine, ich kann so rüber und dann wieder hin und dann wieder... Ey! Wenn er jetzt drüber ist, dann muss ich nochmal ranspringen. Ich muss halt dem Viech auch ausweichen. Ich würde ja sonst die zwei in Ruhe angehen, aber... Aha, es hat wieder nicht gepasst. Ich würde ja sonst die zwei in Ruhe angehen, aber das Problem ist halt... Ja! Dass wegen dem dummen Ding da unten ich halt nicht so einfach da stehen bleiben kann. Also nicht, dass ihr wieder denkt, ich bin zu dumm, eine Zahl zu sehen. Ich sehe die zwei, aber bei mir wird es halt mehr so eine 10.000. Weil ich durch das Viech halt immer wieder dagegen bonke. Come on! Das wäre es jetzt gewesen. Wenn ich jetzt noch überlebt hätte, dann könnte ich das so lassen. Jetzt rüber. Ah, meine Nerven. Jetzt. Es passt. Oh mein Gott. Okay. Da drüben kommt mit Sicherheit der Midway Point jetzt. Ey, das ist kein Fenster zum Himmel, das ist ein Fenster in die Hölle. So, nächste Runde. Okay. Ah, der darf jetzt nicht gedrückt werden wahrscheinlich, ne? Ja, okay, okay. Das ist jetzt genau das Gegenstück. Das könnte jetzt sogar interessanter werden, einfach nicht den Switch zu drücken. Den On-Off-Switch meine ich. Okay. So, dich nehme ich mit. Ja, moin. Wait. Okay, wie soll ich da rüberkommen ohne... Was? Ich muss den jetzt drücken. Oder? Hä? Also ich hoffe, es ist richtig, ihn an der Stelle zu drücken, weil das geht ja gar nicht anders. Oder kann ich den so schnell stoppen, dass der gar nicht erst den drückt? Warte mal. Ja, kann ich. Oh mein Gott. Verstanden. Also wirklich nicht drücken. Wirklich nicht. Egal was passiert, wir drücken den Switch nicht. Alter, dieser Sound! Da fuck. Oh, ich hab da was verpasst. Ups. No! Das ist das Ziel, okay. Geht es vielleicht, wenn ich den direkt wieder drücke, dass der nicht sofort abhaut? Shit. Nee, irgendwas habe ich falsch gemacht.
Aber da ich ja scrolle, kann ich gar nicht so viel falsch gemacht haben. Nicht ich scrolle da, das Spiel ja scrollt. Warum ist da unten nochmal so ein Block? Ach so, ich hab's gar nicht gemerkt. Ich nutze die Shell, um den Cooper zu töten. Ups. Ich muss das timen. Ja, never mind. Das habe ich nicht gecheckt. Ja, jetzt ist klar. Okay, aber wie komme ich jetzt darüber? Wait, da unten muss das Viech entlang. Okay, wie kriege ich den Typ da runter? Ja, dann... Hier müsste jetzt der Feuerball... Warte, warte, stopp. Hä? Da habe ich irgendwas jetzt komplett verpeilt. Wir müssen, glaube ich, nochmal hier starten. Die Shell... die Disco-Shell darf nicht runter an der Seite. Die muss direkt... Ja, wie soll das denn gehen? Die muss direkt... Hey, okay, da muss ich schneller sein. Na komm, dann starten wir nochmal. Dann muss ich sofort die hier stoppen. Sofort. Dann muss ich sofort da hoch, bevor die Disco-Schelde überhaupt eine Idee hat, reinzugehen. Damit die direkt darüber... Okay, ja, so geht's. So geht's. LOL. Das muss ja von Anfang bis Ende wirklich klappen. Sheesh. So, jetzt kannst du da runter. Oh, Schande. Kannst du nicht. Du musst warten. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Oh, das macht das ja noch viel unangenehmer. Wait, aber an der Statue kommt die ja gar nicht vorbei, oder? Dann muss ich vor der Statue... Hä, wie soll das denn gehen? Ach so. Warte, so geht das, ne? Jetzt nimmt die... Doch, die... okay, die kommt an der Statue. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Das wäre es halt dann schon gewesen sogar. Okay, so machen wir das. Ja, so machen wir das, okay. Okay, noch ein bisschen später. Ja, so geht's. Okay. Huh! Nein, jetzt hat er wieder den... Gott. So, jetzt geht die da unten nämlich lang. Ah, aber ich darf nicht... Oh, nee. Jetzt kommt das auch wieder dazu. Ja, aber... Die darf vorher nicht... Oh mein Gott, ey. Wie viel willst du auf einmal bedenken lassen, den Spieler? Oh mein Gott. Kommt jetzt nach? Jetzt kommt sie nicht nach. Ich werd verrückt. Jetzt kommt sie nach. Ey. Okay. Nein. Nein. Oh mein Gott. Jetzt aber. Okay, 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 okay. Jetzt haben wir alles, was wir wollen. Meine Nerven. Ach, komm schon. Was ist jetzt da oben noch?
Hä? Ach so, okay. Gecheckt. Musste es timen. Yo. Das Level war dezent stressig. Was in der Röhre ist, sehen wir nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.